Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Clicker Heroes. Heute mit meinem knuffigen kleinen Gartenzwerg. Oh ja. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet und wenn ich zwischendurch ein bisschen schniefe oder huste, lässt sich das leider nicht vermeiden. Ich komme aber gerade einigermaßen gut klar und habe eine halbwegs freie Nase und mein Hals stirbt nicht total ab. Deswegen dachte ich, nutze ich die Gelegenheit mal und nehme kurz eine Folge auf. So. Verdammter Scheißgartenzwerg. Ich fand ihn ziemlich super. Der ist nicht nur so, also den stelle ich mir nicht, weil ich ihn hübsch finde in meiner Wohnung. Ich finde ihn ehrlich gesagt ziemlich hässlich. Aber bald ist übertrieben, aber so in wenigen Wochen steht Halloween an. Und das ist bei uns immer so ein größeres Thema. Irgendwie hat sich das über mehrere Freunde und Wohnungen und WGs inzwischen zu einer doch recht großen Halloween-Party entwickelt. Also die letzten beiden Jahre waren wir immer so 40, 50 Leute. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch ein bisschen größer, mal gucken. Auf jeden Fall nimmt das alles langsam absurde Formen an, was Deko und all so ein Scheiß angeht. Und ja, wir machen relativ viel Deko selber. Wir haben letztes Jahr auch irgendwie aus Styropor ganz cool eigene Grabsteine gebastelt und so Stuff. Aber ein bisschen Deko kaufen wir natürlich auch und machen nicht alles selber, weil für komplett alles selber machen, auch wenn man natürlich viel wiederverwenden kann, fehlt einem dann auch irgendwo die Zeit. Ich sehe gerade irgendwie ist die Facecam komisch, oder? Nee, nicht so. So eher. Und so eher? Oder eher so? Nee, schon eher so, ne? Ich lasse das mal so. Ich dachte, sie aktualisiert nochmal, aber nein, sie bleibt direkt so. Das ist schön. So, kommen wir aber, bevor ich weiter auf Halloween eingehe, nochmal kurz auf Clicker Heroes zu sprechen, denn darum geht's ja eigentlich. Ich muss hier erstmal die Skills reinhauen, weil hier geht irgendwie gerade gefühlt nicht mehr so richtig viel. Gerade der letzte Deep Run war hart anstrengend. Ich bin jetzt bis Level 2302 gekommen. Nee, stimmt gar nicht. 3202, so rum. 2302 wäre ein bisschen schäbig, da bin ich jetzt schon drüber. Also bis 3202. Ich hätte auch noch weitergemacht, wäre ich dann nicht abgelenkt worden und hätte ich dann nicht meine, keine Ahnung, 100.000 Klick-Kombo verloren, komplett. Und danach war ich irgendwie demotiviert und dachte mir, ah, fuck that. Da hatte ich dann echt keinen Nerv mehr und hab's dann sein gelassen und werde, glaube ich, wenn ich fertig bin mit Solomon Heroes spielen, die Ancients, also Argive und Sialatas, so auf 9000 ungefähr ziehen. Also jeweils 2000 Level hoch, den Rest entsprechend anpassen. Das wird eine Weile dauern, das wird auf jeden Fall eine Weile dauern. Und müssen wir mal gucken, dass ich dann vermutlich den nächsten Deep Run machen werde. Und ich wurde gefragt, ob ich den nächsten Deep Run im Livestream mache oder mal einen Deep Run Livestream machen kann. Wenn ich das zeitlich hinkriege, je nachdem, wann ich denn soweit bin, spricht grundsätzlich eigentlich nichts dagegen. Wobei ich mir dann echt ein bisschen Entertainment-Programm überlegen muss, weil in einem Deep Run mache ich halt nichts. Außer alle 2 Minuten 30 mal Skills einsetzen. Ich meine, gut, was anderes mache ich hier auch nicht, außer zwischendurch nochmal Level nachkaufen, was ich im Deep Run auch mache. Nur alles eben noch seltener. Das ist. Entschuldigung, ich trinke ob heiserem Hals mal kurz einen Schluck. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich möchte an der Stelle übrigens erwähnen, dass ich extrem viele hässliche Tassen besitze, die ich allesamt geschenkt bekommen habe. Hauptsächlich von meiner Familie. Irgendwann, als ich bereits etliche hässliche Tassen besaß, dann auch von meinen Freunden, die sich dachten, hey, der kann noch mehr hässliche Tassen gebrauchen. Und ich finde, diese Tasse könnte man auch durchaus
zu Halloween ausstellen. Also nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist so eine Schäfchenzähltaste, so was zur Hölle. So. Eben kurz die Skills rein. Ja, ich habe Solomon ein bisschen weiter gelevelt, in der Tat schon, seit dem letzten Mal. Ich bin noch ein paar Ascensions weiter. Ihr seht schon, ich kriege hier einfach schon mal über 11.600 Hero Souls. Pro Gegner, also pro Primal Boss. Ab Level 2300 schon ungefähr. Also kriege ich ungefähr 11.000 Hero Souls pro Primal Boss. Das ist echt schon ganz ordentlich. Und wir werfen nochmal einen Blick auf die Statistik. Ich bin jetzt bei World Ascensions 802 und das Ganze bei 162 Tagen. Krank zu Hause sitzen und praktisch nichts können, hat dann auch so seine, naja, ich weiß nicht, ob man es als Vorteil betrachten will, aber ich habe sehr, sehr viel Clicker Heroes nebenher gespielt. Ja, irgendwie gestern war ich schon wieder arbeiten, das war noch nicht so der große Spaß, aber naja. Was soll es? Achso, ich müsste hier nochmal den ganzen Spaß anmachen, dann geht das hier auch nochmal einen Meter weiter. Dann kann ich nämlich noch ein paar Level kaufen, sehr schön. Ja, und von den Ancients, Moment. Ach, wobei, das läuft eher automatisch. Von den Ancients sieht das jetzt so aus, eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Außer Iris, die habe ich jetzt auf 1402 gezogen. Eigentlich wollte ich Iris noch ein bisschen weiterziehen, sodass ich direkt beim Start Oranger überspringen kann und direkt Lillin gilden kann. Aber irgendwie fehlte mir da bislang die Motivation zu. Und dann habe ich eigentlich wirklich nur Solomon gelevelt, der jetzt immerhin mal auf 2960 ist. Das sollte seit der letzten Folge... Müssten das mal rund 300 Level sein, ich glaube. Irgendwie so. Wobei gerade unser Raid für heute fertig war und ich durch die Hero Soul Belohnung einfach schon mal 30 Level kaufen konnte. Das war ganz angenehm. Das hat ganz gut was gebracht. Ja, also auf 3000 ziehe ich Solomon jetzt auf jeden Fall noch. Die 40 Level, das sind ja 6 Ascensions, vielleicht auch nur 5, naja, eher 6. Ich glaube, 6 Ascensions kommt ganz gut hin. Falls ich zwischendurch genug Rubine für eine Quick Ascension kriege, dann auch weniger, aber ja, also spätestens morgen Abend sollte ich das eigentlich haben. Und dann, ja, werde ich, glaube ich, mal die restlichen Helden weiterleveln. Die restlichen Ancients, nicht die Helden. Das wird dann aber auch echt eine Weile dauern, weil allein Zialatas von 7000 auf 8000 kostet mich schon 7,5 Millionen Hero Souls. Argive, das gleiche Spiel, das heißt, allein für die beiden sind wir dann schon bei 15 Millionen Hero Souls. Dann muss ich Baal und Pluto ganz dringend hochziehen. Also die hätte ich auch ganz gerne eher so auf 5000. Das heißt, das wird mich dann, naja, wahrscheinlich für beide zusammen auch nochmal so 11, 12 Millionen Hero Souls kosten zusätzlich. Phrexworth kann erstmal da bleiben, wo er ist. Juggernaut ist auch soweit ganz okay. Naja, und die Clicker-Ancients, ach Quatsch, die Clicker, die Gold-Ancients, sprich Libertas, Mammon und Mimsi, die werde ich auf jeden Fall noch leveln müssen. Auch ungefähr um, naja, wahrscheinlich eher so 1500 Level. Das heißt, das werden, naja, wahrscheinlich pro Ancient auch nochmal so 12 Millionen, würde ich schätzen. Ungefähr. Das heißt, da kommen nochmal 36 Millionen auf mich zu. Zudem müsste ich dann Morghulis auf mindestens 81 Millionen bringen. Das heißt, da kommen auch nochmal 30. Es dauert. Es dauert, es dauert. Das wollte ich damit sagen. Aber um uns weiter vorzuarbeiten, Stück für Stück, ja, wobei, ich wollte gerade sagen, Level 20 nehmen wir jetzt noch mit. So, ascenden wir jetzt. Hip hip hooray. Und warten dann natürlich noch, bis der Idle Mode wieder angeht, bevor wir den Fisch anklicken und kaufen in der Zwischenzeit 7 Levels Solomon. Hup, hup. Großartig. Ach ja, der gute Idle-Modus. Könnte auch mal schneller angehen. Oh Gott, dieser Gartenzwerg hier ist. Ich muss den mal kurz von meinem Schreibtisch entfernen, der verwirrt mich zu sehr. Ja, stattdessen kann ich lieber mal was suchen. Ich hoffe, das poppt mir jetzt nicht so ins Bild. Wobei, ich weiß auch gar nicht.
Nee, das ist alles gut. Das ist okay, das hat man ganz kurz gesehen, aber auch nicht wirklich dramatisch. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, zumindest ein Foto habe ich noch. Ah, ich habe sogar noch zwei. Das ist nämlich das. Und... ja. Ach ja. Okay. So, ich habe hier zumindest mal, um nochmal auf Halloween zu sprechen zu kommen. Das ist bei uns natürlich nicht nur dekotechnisch inzwischen eine größere Sache, sondern auch kostümtechnisch. Also bei uns ist bei Halloween Party dann Kostümpflicht, wenn man sich halt schon so viel Umstand macht mit cooler Deko und stimmig und allem drum und dran. Dann ist natürlich total lahm, wenn die Hälfte der Leute nicht verkleidet kommt. Deswegen ist Kostümpflicht und wer unverkleidet kommt, wird angemalt. Das, bislang, aber glaube ich erst in, keine Ahnung, 6, 7 Jahren oder so erst ein oder zweimal der Fall war. Und ich muss sagen, die letzten beiden Jahre sind die Kostüme zum Teil echt ausgeufert. Also wir hatten richtig, richtig, richtig großartige Kostüme dabei. Unter anderem haben wir letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr den Film Maleficent gesehen habt, also wo quasi Angelina Jolie die böse Fee aus... Ist es Dornröschen? Es ist nicht Dornröschen, oder? Aus irgendeinem Märchen halt spielt, keine Ahnung. Ist es aus Schneewittchen? Ach, ich hab doch keinen Plan. Aus irgendeinem Märchen halt. Ist auch schon wieder so lange her. Und auf jeden Fall hat sich jemand, oder beziehungsweise hat jemand seiner Freundin, oder die haben zusammen dieses Kostüm total krass nachgebaut. Also sie hat hauptsächlich den ganzen Kram geschneidert und er hat halt die Hörner irgendwie 3D gedruckt und den Originalstab mit LED nachgedruckt im 3D-Drucker und hier und also richtig, richtig krass aufwendig. Also das ging schon extrem stark Richtung, also was heißt extrem stark, das war einfach schon richtig, richtig gutes Cosplay. Das waren schon nicht mehr schlichte Halloween-Kostüme, sondern richtig krasse Sachen mit dabei. Und ja, das nur so als Beispiel. Was haben wir denn hier Schönes? Nee. Geh mal weg. Achso, ich sollte die ganzen Upgrades vielleicht auch mal kaufen, ne? Schön überall 100 und 200 Level draufgehauen, aber Upgrades kaufen, na, pff, warum auch? Ich habe hier noch zwei Fotos rumliegen vom letzten und vom vorletzten Jahr. Mein Kostüm für dieses Jahr verrate ich natürlich noch nicht, also zumindest nicht vorher. Aber jetzt muss ich mal gucken. Oh Moment, das ist an. Das liegt aber... Ich bin verwirrt. Wenn das an ist, warum? Sehr mysteriös. Ich steige hier gerade so ein bisschen durch mein Videoprogramm nicht durch, aber das ist okay. Ich hab's, glaube ich, gleich. Kann sich nur noch um wenige Augenblicke handeln. Okay, ich glaube, ich hab's geschissen bekommen. Jetzt muss ich das nur noch hier platzieren. Ihr habt hier die ganze Zeit so einen roten Rahmen. Das ist aber kurzzeitig okay. So, dann müsste ich jetzt nämlich dieses Foto einblenden können. Genau, das war vorletztes Jahr. Ich klicke hier nochmal ganz kurz diesen Fisch weg. Genau, das war vorletztes Jahr. Da bin ich quasi als Vogelscheuche gegangen, offensichtlich. Wobei ich den ganzen Kram eben auch komplett selber gemacht habe. Also ich habe mir halt einen heilen Strohhut gekauft und eine saubere Latzhose und das Jackett hatte ich sogar noch. Und habe das dann alles selber so ein bisschen gemacht und die Maske eben auch selber gemacht. Nach Anleitung natürlich, nicht irgendwie frei Schnauze, habe mir da was ganz Cooles im Internet gefunden. Und jetzt muss ich eben nochmal gucken. Das müsste es gewesen sein. Moment. Ich mache das hier erstmal ganz kurz wieder hübsch. Und dann habe ich, der eine oder andere kennt das wahrscheinlich aus dem Livestream, habe ich auch noch mein Kostüm vom letzten Jahr. Wo ich als, keine Ahnung, Zombie Bride Crossdress irgendeine Scheiße gegangen bin, kein Plan.
Er war sehr weit vorne, fand ich sehr, sehr cool. Ohne mich jetzt mal extrem selber loben zu wollen, aber dafür, dass ich halt so gar keinen Plan hatte, wie ich mich schminken wollte, ist das eigentlich relativ okay geworden. Ja, dieses Jahr wird, was das angeht, ein bisschen weniger aufwendig. Also zumindest schminktechnisch weniger aufwendig. Es wird doch insgesamt... Ja, was heißt weniger aufwendig? Es ist, ja doch, also es wird schlichter, aber trotzdem ganz cool, glaube ich. Mal schauen, es wird auf jeden Fall vom Schminken her alles ein Stück einfacher, aber... Und ich habe nicht mehr so viel freie Fläche, also ich muss nicht meine kompletten Arme noch mit schminken und halt nur das Gesicht. Ich werde meinen Bart färben müssen komplett, das wird... Vor allem werde ich den hell färben müssen, das wird, glaube ich, nicht so einfach. Mal gucken, ob ich das mit Schminke hinkriege, weil eigentlich habe ich keine Lust, ihn wirklich zu färben, weil mir ein heller Bart, glaube ich, gar nicht steht. Aber naja, schauen wir mal, ich lasse mich mal überraschen. Wie ist das bei Halloween oder bei euch mit Halloween so? Ist das ein Thema? Ich meine, so vor, keine Ahnung, 7 bis 10 Jahren war ja Halloween in Deutschland immer noch so, ja, ein paar Leute nicht, irgendwie so. Aber inzwischen hat sich das so einigermaßen etabliert. Natürlich auch noch ein bisschen anders als jetzt in Amerika. Also groß Trick or Treaten geht hier niemand, also ich sowieso nicht mehr. Dafür bin ich auch viel zu alt. Da werde ich dann wahrscheinlich eher sehr strange angeguckt. Aber nee, auch sonst sehe ich irgendwie jetzt zu Halloween keine Kinder rumrennen, die Süßigkeiten sammeln. Was ich jetzt nicht unbedingt schade finde, aber ich finde es jetzt auch nicht toll. Also ist mir eigentlich relativ wurscht. Aber an sich, so mal eine Runde verkleiden, mache ich eigentlich ganz gerne. Ist erstaunlicherweise eine Sache, wo ich echt Bock drauf habe. Einfach mal... Ich bin aber lustigerweise überhaupt kein Karnevalsfan, so ich verachte Karneval zutiefst. Na, Karneval ist auch schon wieder so eine Sache. Bei Karneval steckt, ohne jetzt Leuten, die das ernsthaft betreiben, zu nahe treten zu wollen, aber bei vielen, vielen Leuten steckt in Karnevalskostümen einfach gar keine Arbeit. Also da ist das so... Ja, ich setze mir eine lustige Perücke auf und eine rote Nase und fertig. So, das ist so, ja, kaufe ich mir für 10 Euro was bei eBay und gut. Klar, spricht nichts dagegen, aber es ist so, ich weiß nicht, für mich ist das so... Nee. Da suche ich mir halt lieber coole Kostüme aus und coole Kostüme sind für meinen Geschmack dann immer schon irgendwie erstaunlicherweise doch meistens gruselige Sachen und das passt dann eher zu Halloween als zu Karneval. Abgesehen davon finde ich diesen ganzen Karnevalshumor unfassbar schrecklich. Ich bin ja echt ein humorvoller Mensch, auch ein sehr schwarzhumoriger Mensch und zum Teil auch ein sehr sarkastisch und ironischer Mensch. Zu Teilen auch zynisch, aber... Also dieser ganze Karnevalshumor ist... Und wohlgemerkt, ich habe auch sehr viel echt platten Humor. Also ich kann auch über schlechte Peniswitze durchaus lachen. So ist es nicht. Auch häufiger. Aber Karnevalshumor... Oh, so diese ganzen komischen Büttenreden... Krieg ich Ausschlag bei. Ich möchte jetzt wirklich niemanden beleidigen. Ne? Wenn ihr da Spaß dran habt, klar... Habt Spaß damit, ich will das keinem absprechen, aber ich halte mich da raus. So, ist echt gar nicht mein Fall. Ich finde das sehr, sehr schrecklich. Was ich hingegen sehr, sehr krass finde an Karneval, ist diese ganze Wagentradition, also diese Themenwagen bei Karnevalsumzügen. Was da an Arbeit reinfließt und was da an künstlerischem Geschick zum Teil auch mit drin steckt, da habe ich echt großen Respekt vor. Also ob ich jetzt irgendwie thematisch dann hinter den Wagen stehe, das ist eine komplett andere Sache. Aber da gibt es schon Leute, die machen sich über ihren Wagen echt viele, viele Gedanken und stecken da super viel Zeit rein und haben dann aber auch ein richtig krasses Ergebnis. Klar gibt es auch Wagen, die dann irgendwie so... Wirklich?
euer Ernst irgendwie aussehen, aber das hat man halt überall. Also das ist natürlich klar, dass da nicht 100% der Wagen, oh mein Gott, awesome sind. Das ist ja vollkommen verständlich. Ich glaube, was mein Problem mit Karneval ist, ist auch einfach, dass ich Karneval mit betrunkenen Leuten über 60 assoziiere. Was es für mich nicht besser macht. Auch das nicht falsch verstehen. Betrunkene Leute über 60 können extrem unterhaltsam sein. So ist nicht. Aber in großen Mengen auch sehr unerträglich. Und bevor ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen rede, wird es, glaube ich, Zeit, dass ich mir langsam mal die Nase putze. Das mache ich lieber nicht mehr in der Folge. Außerdem könnte ich noch ein bisschen Tee trinken. Und vielleicht auch einfach mal ein bisschen mein Gehirn in ein Taschentuch füllen. Das ist eine sehr gute Sache. Von daher, nachdem ich jetzt von diesen 21 Minuten ungefähr 19,5 Minuten off-topic geredet habe, hoffe ich, ihr hattet viel Spaß bei dieser Folge Nicht-Clicker-Heroes. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zugucken und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.